Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und heute gibt es einen kleinen IKEA-Lifehack für euch. Ja, ich habe meine Wohnung begonnen etwas umzustrukturieren und habe mir dann ein paar Billis gekauft. Und ja, nachdem ich dann so mit Aufräumen fertig war, ja, waren zwei Fächer noch leer. Ich habe dann da so drauf gestarrt und irgendwann kam natürlich der naheliegende Gedanke, Moment, da könnte man ja Terrarien reinmachen. Und ist ja gar nicht mal so aufwendig, weil ich meine, der Körper steht schon da, fehlt eigentlich nur ein Rahmen, wo du nachher Glasscheiben reinmachst und schon ist das Terrarium fertig. Ja, habe ich da eine Zeit lang drüber nachgedacht. Spätestens als dann mein kleiner Urmel geschlüpft ist, das ist mein kleiner Viperngecko, habt ihr vielleicht auf meinem Kanal gesehen, war der Gedanke gefasst, das machst du, weil der Kleine braucht natürlich auch irgendwann ein größeres Terrarium und dann bietet sich das natürlich an. Ja, und weil ich ein Freund der Symmetrie bin, muss ich natürlich jetzt beide Billy-Regale mit einem Terrarium bestücken. Das andere bin ich mir noch nicht ganz sicher, was reinkommt, muss ich mal schauen. Also das muss auch, wie gesagt, passen. Ne? Das ist jetzt nicht riesig, das Terrarium. Wir haben jetzt hier eine Länge von 76 cm, eine Tiefe von 26 und eine Höhe von 30 cm, ne? Also alles Innenmaße. So viel dazu. Ihr seht jetzt schon, ich habe den Rahmen vorbereitet. Das ist aber alles nur gesteckt. Was jetzt ansteht ist, ich werde das jetzt verschrauben, werde es lackieren und dann werden wir das nochmal einsetzen, gucken uns das Ganze an. Und wenn das dann hübsch aussieht, dann würde ich auch schon direkt beginnen und eine Rückwand reinbauen, ne? Also gerade bei der kleinen Terrariengröße muss ich natürlich schauen, dass ich möglichst viel raushole aus dem Terrarium, indem ich dann noch zusätzliche Lauffläche und Kletterfläche generiere. Und das mache ich jetzt über die Rückwand. Ich dachte, das könnte euch vielleicht interessieren. Und ja, wir machen dann einfach jetzt mal weiter. Viel Spaß! So, dann fangen wir mal an. Als erstes markiere ich mir natürlich die Bohrungen. Also hier die Latte, die hat 44 mm in der Länge und in der Breite 22 mm. Und ja, ich mache das jetzt nicht extrem finibel, habe aber hier ein tolles Geodreieck und zeichne mir jetzt hier in einem Abstand von ungefähr 1 cm und 22 mm hier das an. Werde jetzt, weil ich ja noch Lochblech nachher anbringen möchte als Belüftung, lasse ich im Prinzip eine Breite hier frei und wenn man dann das ausgerechnet hat, kommt man auf 110 mm. Das ist dann das nächste Maß, was ich mir anzeichne. Und dann habe ich im Prinzip schon markiert, wo die Durchgangsbohrungen hinkommen. Ich werde hier ganz normale Stäbchen nehmen. Die sind jetzt auch nicht so lang, wie ihr seht. Eigentlich bräuchte ich längere, aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal zum Baumarkt zu fahren. Das heißt, ich werde einfach die Senkung hier tiefer machen, dass die ungefähr so dann da drin steckt, die Schraube. Ne? Das seht ihr dann gleich. Ich knall dann einfach mit dem Senker durch. Das ist Fichte, das geht super einfach. Und ja, so viel dazu. Dann fangen wir auch direkt schon an. Durchgangsbohrung. Ich habe jetzt hier meinen 5 mm Bohrer, Holzbohrer natürlich. Und dann jagen wir den jetzt mal einfach hier durch. Ne? Also easy going. Und der Akku ist leer. Das ist natürlich fantastisch. Ich hole den neuen Akku. Moment. So, frischer Akku am Werk. Und ja, jetzt geht das natürlich viel einfacher. Wundervoll. Nächste Bohrung. So, jetzt müssen wir natürlich, weil wir nicht wollen, dass das Holz irgendwie sich spaltet, auch in den kleinen Stücken eine kleine Bohrung reinmachen. Die mache ich jetzt mit einem 3 mm Holzbohrer, denn die Schraube hier, was sind das? Ich glaube, das war 4,5er Schrauben und das reicht dann. Ich gehe natürlich jetzt nicht hin und zeichne mir das an. Da bin ich mal wieder ein bisschen pragmatischer unterwegs. Ich nehme hier einfach eine Latte, setze das hier bündig gegen, halte das fest, nehme eine Schraube und drücke die im Prinzip hier gegen und da das Fichte ist und das so weich ist, habe ich jetzt gleich meinen Abdruck hier drin. So, ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Da in der Mitte in etwa seht ihr jetzt den Abdruck. Und jetzt nehme ich einfach hier meinen Holzbohrer, setze ihn an und knall den mal durch. Wundervoll. Das war's schon. Jetzt mache ich mir hier ein bisschen Platz. Und weil ich jetzt nur eine Schraube habe, wird sich das Ganze ja noch verdrehen. Deswegen werde ich das jetzt hier mit Leim noch in der Position sichern. Mache hier ein bisschen was drauf. Dann ist das direkt fest, wenn es zusammengeschraubt ist. Und es muss auch gar nicht viel sein. Das hier reicht
Zumal das ja nachher auch alles, wenn es verschraubt ist, ausgesteift ist, da passiert nichts mehr. So, halte ich mir hier wieder gegen. So. Und das drehe ich jetzt wohl mit der Hand fest, damit ich halt auch kontrollieren kann, dass das auch alles wirklich schön bündig ist. Ne? Denn der Rahmen soll ja auch nachher wieder in den Billy passen. Ne? So, ich glaube, die hat schon gepackt, die Schraube. Ja, jetzt halten wir das mal grob fest. So. So, jetzt zieht es sich langsam an. Jetzt kann ich das hier noch so ein bisschen nachjustieren. Jetzt halte ich mir wirklich wieder die Latte hier gegen, dass das hier bündig ist. Hat sich schon ein bisschen verrutscht. Muss mal ein bisschen lösen. So. Ah, die Kamera ist ein bisschen im Weg. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich hier tue. So, und dann schraube ich das jetzt ordentlich fest. Zack. Das ganze Spielchen wiederholen wir natürlich jetzt ein paar Mal, aber ich zeige euch jetzt noch, wie ich das mit dem Abstand mache fürs Lochblech. Ich lege mir jetzt eine von den Latten hier zwischen und dann kann ich mir die andere dagegen legen. Und jetzt werde ich mir wieder, wie eben, einfach hier markieren, wo die Bohrung hinkommt. So. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los und das machen wir dann an allen Seiten und dann ist der Rahmen im Prinzip schon fertig. Ne? Also ist kein Hexenwerk, muss man mal gemacht haben und dann läuft das. Ich habe jetzt fast alles zusammengeschraubt. Wollte ich aber jetzt noch mal zeigen, worauf ihr noch achten müsst. Ich habe jetzt hier immer noch die Latte reingemacht, weil ich die zwei Elemente jetzt auf der anderen Seite hier, hier oben habe ich das ja eben schon gemacht, festschrauben will. Und das kann sich natürlich wieder in die und die und in die und die Richtung verdrehen. Deswegen werde ich jetzt hier auch mir wieder den Anschlag machen, drücke das hier gegen, dass das bündig ist, halte das hier gegen gedrückt und dann schraube ich das erst fest, weil sonst habt ihr nachher das Problem, dass das schief ist und wenn ihr das dann ins Billy wieder reinsetzen wollt, habt ihr nachher gegebenenfalls einen großen Spalt oder es ist so, dass es gar nicht mehr passt. Das wäre natürlich auch nicht toll. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal kurz noch gezeigt haben. Und wenn alles gut geklappt hat, kriegt ihr ja auch die Latte, die jetzt hier, da wo das Lochblech hinkommt, wieder ganz einfach rausgedrückt. Ne? Also das ist kein Problem. So, ziehen wir nochmal nach. So. Und jetzt ist auch alles schön bündig, wenn man jetzt hier fühlt und ja, die kann ich jetzt einfach wieder so rausziehen und dann habt ihr das auch wirklich schön symmetrisch alles, obwohl die Bohrungen jetzt nicht so perfekt geworden sind, sieht das dann aber nachher so aus, dass ihr das einigermaßen schön habt. Ne? Also ich versuche euch das mal ganz zu zeigen. So. Also das war's im Prinzip schon, ne? Ist jetzt kein Hexenwerk. Einfach ein paar Latten zusammensägen, schauen, dass ihr euch irgendwelche Hilfsmittel besorgt, wie solche Latten, dass ihr die dran halten könnt. Und dann ist die Winkligkeit auf jeden Fall gewährleistet. So, so viel dazu. Jetzt werden wir das Ganze lackieren. Und da seht ihr auch schon das Ergebnis. Ich habe jetzt beide Rahmen insgesamt dreimal von beiden Seiten lackiert. Und habe sie jetzt auch mal hier wieder ins Billy gesteckt. Ne? Farbe ist im Übrigen reinweiß für die Leute, die es interessiert. Passt ganz gut zum Billy. Ob das jetzt 100% deckend ist mit der Farbe vom IKEA Billy, weiß ich nicht. Aber für mich ist es so in Ordnung. So, der Rahmen ist jetzt auch erstmal nur gesteckt wieder. Ich werde auch wahrscheinlich hingehen und ihn einfach nur einkleben. Vor allen Dingen dann hier im unteren Bereich, damit ich dann später da auch mal sprühen kann. Ich meine, es kommt zwar ein trockenes Terrarium hin, aber man muss ja trotzdem hin und wieder mal alles besprühen. Und dann ist das auf jeden Fall dicht. Was jetzt als nächstes ansteht, ist wirklich hier rundherum Führungsschienen anzubringen für die Glasschiebetüren und eben hier das Lochblech als Belüftung. Ich habe hier dann die Frontbelüftung links und rechts. Und ja, das reicht dann auch aus. Ne? Also das Luftvolumen ist jetzt groß genug. Da ist diese Belüftungsfläche auch ausreichend. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und habt vielleicht jetzt eine Anregung, was ihr mit euren Billys zu Hause alles anstellen könnt. In diesem Sinne sehen wir uns bald wieder. Ciao, ciao.